Hallo, heute möchte ich euch entführen in das London der swingenden 30er Jahre, in die verruchten Nachtclubs werde ich euch mitnehmen. Zumindest wird das vielleicht Miss Pettigrew tun. Ich werde euch jetzt nur die Tür zeigen, durch die ihr gehen könnt. Ja, Miss Pettigrews großer Tag, erdacht und niedergeschrieben von Winifred Watson. Ein ganz tolles Buch und hier die drei Gründe, warum ihr es euch vielleicht einmal angucken solltet. Miss Pettigrew ist eine alte Jungfer, sie ist fast 40 oder sie ist schon 40 Jahre alt. Männer haben sich nie für sie interessiert. Sie kommt aus einem sehr konservativen Haus. Ihr Vater war, glaube ich, irgendwie Priester oder so. Schminke und so etwas, das gibt es in ihrem Universum nicht. Ja, sie hat auch nur noch eine Option. Sie muss am nächsten Tag muss sie einen Job vorweisen können, denn sonst fliegt sie aus ihrer Wohnung raus. Sie kann auch die Miete nicht mehr zahlen. Da bleibt eigentlich nur noch das Armenhaus. Also nimmt diese ältliche Gouvernante nochmal ihren Mut zusammen und bewirbt sich um eine Stelle. Sie geht also tapfer hin, klingelt und da wird die Tür aufgerissen und vor ihr steht die Nachtclubsängerin, die Liza LaFlotte. Ein bildschönes, äußerst exzentrisches Geschöpf, die ja nicht nur mit einem Mann oder zwei Männern oder drei Männern, ja doch drei Männer, das sollte auch für sie reichen, jongliert. Und Miss Pettigrew kommt auf einmal in eine ganz andere Welt. Das, was sie jetzt erlebt, das hat sie noch nie erlebt in ihren 40 Jahren und es wird der Beginn eines ganz neuen Lebens. Drei Gründe, warum ihr vielleicht zu diesem Buch greifen solltet. Ja, ich finde, dieses Buch macht Mut. Es macht Mut, dass sich das Leben jederzeit innerhalb von einer Sekunde ändern kann, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Hier Gott sei Dank natürlich zum Guten. Es ist doch wirklich so, da ist diese Situation, sie steht wirklich mit dem Rücken an der Wand, für sie gibt es da keine großen Optionen mehr und auf einmal, per Zufall, kommt sie bei dieser Frau an und das ganze Leben beginnt sich zu drehen. Sie lernt eine ganz neue Welt kennen, sie wird auf einmal akzeptiert, sie wird sogar bewundert, das hat es in ihrem Leben noch nie gegeben. Und es wird sich sehr viel zum Besseren für sie kehren. Also wenn ihr auch in einer Situation seid, wo ihr denkt, irgendwie, es geht einfach nicht mehr, dann denkt entweder an Miss Pettigrew, für die auch auf einmal alles anders wurde, oder an diesen alten Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist hier eben mal diese Miss LaFlotte. Ja, Punkt 2 ist... ja, man kann schon ein bisschen was auch an sich selber machen und Miss Pettigrew hat großes Glück, dass sie in die fähigen Hände von der LaFlotte und ihrer Freundin fällt. Die krempeln sie um. Da werden die Haare schön gemacht. Sie bekommt das erste Mal in ihrem Leben, darf sie sich pudern und, oh, wie gewagt, Lippenstift auflegen. Sie bekommt ein schickes Kleid ausgeliehen und einen Nerzmantel und ja, und auf einmal wächst sie über sich hinaus und es ist einfach schön, wenn sie sich dann so hinsetzt, dass sie sich die ganze Zeit im Spiegel sehen kann, weil dass sie so schön sein kann, das hätte sie nie gedacht. Da strahlt sie doch jetzt auf einmal ein ganz anderes Wesen an. So, und das ist doch vielleicht auch mal wieder eine tolle Gelegenheit, mal ins, ja, ich wollte ins Make-up sagen, natürlich nicht, aber wirklich mal wieder zu gucken, welches Kleid steht mir besonders gut oder vielleicht könnte ich mal eine andere Frisur ausprobieren oder mir die Haare ein bisschen tönen oder Lippenstift einen anderen ausprobieren, einfach wieder zu experimentieren, sich daran zu freuen, ja, wie schön man doch eigentlich sein kann. So, Punkt 3, warum ihr Miss Pettigrew vielleicht auch lesen möchtet, könnte sein, dass ihr eine Vorliebe für die 30er Jahre habt. Es war ja eine sehr, ich will nicht sagen lotterhafte Zeit, aber die Sitten waren doch schon ein bisschen lockerer. Es ist ja auch eine sehr faszinierende Welt mit diesen ganzen Nachtclubs und mir gefällt diese Zeit sehr, sehr gut. Die Männer waren entweder Draufgänger oder es waren noch richtige Gentlemen. Die Frauen waren schön und schwelgten in ihren Kleidern und ja, es war etwas ganz anderes. Und
Vielleicht mögt ihr das ja auch. Das Ganze wurde auch verfilmt mit der bezaubernden, süßen Amy Adams, mit Frances McDormand in der Rolle der Miss Pettigrew, macht sie ganz toll. Der süße Zuckerbäcker aus Pushing Daisies, Lee Pace ist auch dabei. Mark Strong gibt sich die Ehre. Es sind also ganz tolle Stars und der Film ist auch sehr schön, unterscheidet sich aber ein bisschen von dem Buch. Ich bin ganz ehrlich, mein Herz schlägt noch mehr zu dem Buch als zu dem Film, obwohl ich den jetzt auch dringend noch wieder haben muss. Ja, und ich hoffe, Miss Pettigrew bringt euch genauso viel Freude ins Leben, wie sie es mir gemacht hat.